Welches System für welche Kampagne? Hallo und herzlich willkommen bei Würfelzeit, euer Kanal für Pen and Paper Rollenspiel hier auf YouTube und herzlich willkommen bei Auf einen Kaffee. Der Zuschauer Dennis Gurt hat unter einem Video eine ziemlich gute Frage gestellt. Eine Frage, der ich mich auch immer wieder stellen muss, und zwar: Welches System verwende ich für meine Kampagne? Er hat es ein bisschen genauer gestellt und ich möchte hier in diesem Video darauf eingehen und quasi seine Frage, so gut es geht, mit diesem Video zu beantworten. Dennis hat geschrieben, dass er eine Fantasy-Welt kreieren möchte. Eine Fantasy-Welt, die sich ein wenig an die Dark Souls-Reihe anlehnt. Das heißt, dunkel und düster, möglichst ohne die ganzen Tode. Die Kampagne soll nach Möglichkeit recht offen sein, die Welt soll nach Möglichkeit recht offen sein, aber gleichzeitig auch die Möglichkeit einer Storyline beinhalten. Außerdem ist ein gewisser Detailgrad gewünscht, das heißt bei den Waffen und bei den Fähigkeiten. Am Ende seines Auswahlprozesses ist er auf zwei Systeme gestoßen, und zwar auf Verbotene Lande und Warhammer Fantasy. Und er hat mich gefragt, welches dieser beiden Systeme ich denn empfehlen würde. Vorweg kann ich sagen, ich mag keines der Systeme mehr als das andere. Ich mag sie beide furchtbar gern. Es gibt keinen Favoriten. Grundsätzlich gibt es bei mir eigentlich gar keinen Favoriten, egal welches System. Ich bin der Meinung, gewisse Systeme können manche Dinge gut und manche Dinge schlecht. Kein System ist perfekt, aber dazu später. Bevor ich ein wenig genauer darauf eingehe, möchte ich einen Tipp vorweg schicken, den ich auf jeden Fall geben kann. Dennis, spiel ein One-Shot mit den beiden Systemen. Probier sie beide aus und wenn du sie gespielt hast, stell dir selber die Frage, was davon hat mir am besten gefallen. Geh nicht auf deine Spieler ein in dieser Frage, sondern überleg für dich, was denn für dich am meisten getaugt hat bei diesem One-Shot. Außerdem empfehle ich dir in diesem One-Shot, dich Situationen auszusetzen, die vielleicht für einen Spielleiter nicht allzu angenehm sind. Das heißt, Spieler nutzen einen Weg oder gehen einen Weg, den man vorher nicht geplant hat, und Regeln kommen auf einmal auf den Tisch, die man vielleicht gar nicht vorbereitet hat oder von denen man dachte, dass sie nur sehr selten auf den Tisch kommen würden. Wie schnell kann ich mich an diese Regeln erinnern? Wie schnell hat mir das System ermöglicht, mich an diese Regeln zu erinnern? Und wie einfach war es für mich zu improvisieren in den verschiedenen Situationen? Das kann man sogar im Vorfeld machen, indem man sich Situationen überlegt, die vielleicht nicht so häufig auftreten, und dann schaut, ob man sich besonders schnell an Regeln erinnert oder ob man besonders schnell innerhalb des Systems, was man sich erwählt hat, improvisieren kann. Natürlich wird sich das ändern mit der Zeit, je länger man in einem System spielt. Aber manchmal ist es so, dass gewisse Systeme von Haus aus dem Spielleiter schon Möglichkeiten an die Hand geben, sich flexibel auf Situationen einschießen zu können. Wichtig ist meiner Meinung nach, dass man Mechaniken möglichst flexibel einsetzen kann, wenn Spieler etwas machen, was man vorher so nicht geplant hat. Spoiler, das machen sie oft. Des Weiteren hat Dennis den Wunsch geäußert, dass das System, was er schlussendlich verwenden soll, ihm die Möglichkeit gibt, eigene Ideen in das System einzubringen. Wenn ich ein System verändere, das heißt meinen Bedürfnissen anpasse, dann suche ich mir normalerweise als Inspirationsquelle Systeme aus, die eine gewisse Ähnlichkeit zu dem System haben, was ich am Verändern bin. Zum Beispiel für die Prozentsysteme Cthulhu, Warhammer, RuneQuest, das heißt Systeme aus der Basic Fantasy Roleplay Familie, die W20-Systeme wie Pathfinder oder D&D in seiner 5. Edition, oder die OSR-Systeme. Tatsächlich unterscheide ich zwischen den OSR-Systemen und den D20-Systemen, weil das meiner Meinung nach zwei verschiedene Systeme sind. Sie benutzen zwar beide den W20, aber auf ganz verschiedene Art und Weise. Wenn ihr Systeme verändert, dann nutzt am besten Systeme, die eine gewisse Ähnlichkeit mit eurem Kernsystem haben, was ihr verändern wollt. Das macht es für euch einfacher und spart euch etwas Arbeit in der Konvertierungsphase. In einem Video, in dem ich darüber rede, wie man möglichst effektiv neue Systeme lernen kann, was ihr hier euch nochmal anschauen könnt, erkläre ich, dass es für mich in einem System mehrere Schritte oder Treppen der Regelmechanik gibt. Es gibt die Kern-, die Resolutionsmechaniken und es gibt die sogenannten Mechaniken der zweiten Reihe. Und meiner Meinung nach kann man besonders Mechaniken der zweiten Reihe sehr gut klauen und in andere Systeme übertragen.
Als kleines Beispiel, die Ressourcenmechanik aus Verbotene Lande lässt sich sehr gut in ein W20-System wie D&D 5. Edition übertragen, da sie ähnliche Würfel verwenden und die Ressourcenmechanik von Verbotene Lande nicht so an der Kernmechanik kratzt. Ich sehe Rollenspielsysteme tatsächlich nicht so sehr als geschlossene Einheiten, vielmehr als bunte Werkzeugkisten, aus denen ich mir das rausholen kann, was mir gefällt und meinen eigenen Werkzeugkasten daraus zusammenbauen kann. Um wieder zum Anfang und zu Dennis und seiner Frage zurückzukommen, frag dich einfach, welches dieser beiden Systeme, die du dir erwählt hast, dir hilft, deine Geschichte zu erzählen. Du möchtest ein bisschen mehr Regeltiefe haben, du möchtest ein bisschen mehr Detailtiefe. Dafür ist Warhammer sehr gut geeignet. Das bietet dir durchaus die Möglichkeit, sehr detailliert auf einen Kampf oder auf verschiedene Situationen einzugehen. Auf der anderen Seite bietet dir Verbotene Lande mehr die Möglichkeit, kreativ und flexibel auf verrückte Entscheidungen deiner Spieler einzugehen. Das kann tatsächlich in Warhammer ein bisschen schwierig sein, vor allem wenn du gerade erst angefangen hast, dieses System zu leiten, da dieses System sehr viele Schichten hat, die man als Spielleiter durchdringen muss und die mit der Zeit kommen. Um nochmal zu Dennis und seiner Frage zurückzukommen, schlussendlich musst du dich für das System entscheiden, was dir am besten hilft, deine Geschichte zu erzählen, die du dir vorgenommen hast. Wenn es dir darum geht, viele Details im Kampf abzudecken, möglichst detailliert auf verschiedene Situationen einzugehen und schon sehr viele Möglichkeiten sehr detailliert präsentiert zu haben, dann ist Warhammer sicher eine gute Wahl. Da sind schon viele Möglichkeiten abgedeckt. Allerdings ist es vorsichtig, meiner Meinung nach, schwieriger auf unvorhergesehene Situationen einzugehen, weil halt so viel abgedeckt ist. Zum anderen bietet einem Spielleiter Verbotene Lande eine bessere Möglichkeit, flexibel auf unvorhergesehene Situationen einzugehen. Da die Regelmechaniken von Verbotene Lande meiner Meinung nach etwas allgemeiner gehalten sind, hast du da eher die Möglichkeit, flexibel auf Entscheidungen deiner Spieler einzugehen. Allerdings verschwindet wiederum dieser Nachteil in Warhammer, wenn du das länger leitest. Das heißt, du wirst versierter in dem System und du kannst vor allem schneller die Regelmechaniken zu deinem Nutzen einsetzen, um auf unvorhergesehene Situationen eingehen zu können. Hallo, ich bin der Schnittmagie-Sebastian. Was ist der Schnittmagie-Sebastian? Das ist der Sebastian, der sich später nochmal selber in das Video reinschneidet, wenn ihm noch ein paar Dinge eingefallen sind, die er zu dem Thema sagen möchte. Nachdem ich das Video geschnitten habe oder beim Schnitt ist mir aufgefallen, dass ich im Endeffekt meine persönliche Meinung gar nicht dazu gesagt habe, ob du jetzt Warhammer oder Verbotene Lande verwenden sollst. Und das möchte ich hiermit tun. Vorsichtig, das ist eine persönliche Meinung. Das ist jetzt vielleicht nicht besonders objektiv, das ist eine rein subjektive Geschichte, aber grundsätzlich bin ich der Meinung, wenn du ein Grimdark-Setting schreiben möchtest und du neu mit Systemen anfängst, bin ich der Meinung, dass du Verbotene Lande verwenden solltest. Warum? Ich finde, Verbotene Lande ist so offen und gleichzeitig so flexibel, dass es für einen neuen Spielleiter recht einfach zu erlernen ist. Und vor allem kann er mit dem Werkzeugkasten, den Verbotene Lande ihm bietet, besser auf unvorhergesehene Entscheidungen und Situationen eingehen, die die Spieler ihm präsentieren oder mit dem die Spieler ihn konfrontieren. Ein wichtiges Argument, was ich aus deiner Frage rausgelesen habe, war, dass du eine recht offene Spielwelt präsentieren möchtest. Und ich glaube, dass Verbotene Lande tatsächlich mit seiner Grundmechanik, dass es für einen Hexcrawl ausgelegt ist, das heißt, dass die Spieler im Endeffekt entscheiden, wohin sie gehen wollen und dass die ganze Kampagne im Endeffekt von den Spielern angetrieben wird, dass sich dafür Verbotene Lande besser eignet. Das heißt nicht, dass Warhammer 4. Edition oder in der von mir vorgezogenen 2. Edition das nicht kann. Das kann das System durchaus. Allerdings braucht es ein bisschen mehr Erfahrung in dem System. Und wenn du noch neu bist in den beiden Systemen, finde ich, du wirst dich in Verbotene Lande ein wenig besser zurechtfinden. Das ist meine persönliche Meinung. Das hat nichts Wertendes. Also ich möchte damit nicht sagen, dass Verbotene Lande besser ist als Warhammer oder umgekehrt. Ich finde beide Systeme großartig. Ich leite sie beide furchtbar gern, aber ich leite sie für völlig verschiedene Dinge. Verbotene Lande verwende ich, wenn ich wirklich einen Hexcrawl machen möchte, wenn ich die Spielwelt sehr offen gestalten möchte und die Spieler entscheiden lassen möchte, wohin sie gehen sollen. Warhammer verwende ich, wenn ich eine sehr stark strukturierte Geschichte erzählen möchte. Und vor allem, wenn ich in der Warhammer-Welt spielen möchte. Dazu eignet sich das einfach perfekt.
Das ist aber nur meine persönliche Meinung. Ich bin der Meinung, beide Systeme kann man für beides verwenden. Nur glaube ich, dass man, wie gesagt, in Warhammer ein wenig mehr Vorbereitungszeit oder etwas mehr Training im System braucht. Ich hoffe, Dennis, ich konnte dir mit deiner Frage helfen. Wenn du noch weitere Fragen hast, schreib die einfach hier unten in die Kommentarsektion. Wenn auch ihr noch Vorschläge für Videos habt, Regelmechaniken, Ideen, narrative Story-Ideen, schreibt die auch da unten in die Kommentarsektion, auf dass auch ihr das Video bekommt, was ihr euch am meisten wünscht. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, dann vergesst auch kein Like. Nehmt ein Abo mit, wenn ihr ein Abo mitnehmt. Klickt auf die kleine Glocke, dass wir euch informieren können, wenn was Neues von uns rauskommt. Und wenn ihr uns besonders viel helfen wollt, dann schmeißt doch noch ein paar Euro in den Klingelbeutel bei Buy Me a Coffee. Das seht ihr da in der Leiste da oben. Keine Ahnung, wo das genau ist. Und empfehlt uns weiter auf den sozialen Plattformen, denn das hilft uns am meisten. Das war's hier von Würfelzeit. Nächste Woche gibt es wieder einen Livestream, und zwar wie immer freitags um 7 Uhr. Achtung, hier ist nochmal der Schnittmagie-Sebastian von einer Woche später. Ich habe in dem Video ursprünglich gesagt, dass es nächste Woche wieder einen Livestream gibt. Jetzt hat sich das Ganze geändert. Privat gab es einiges, unter anderem eine Hochzeit. Deswegen ist der Livestream diesen Freitag um 7 Uhr. Und worüber reden wir im Livestream? Unter anderem über die Discord-Geschichte, die jetzt so langsam ihren Anfang nimmt, über generell Fragen von euch, das heißt, es wird wieder ein Q&A-Livestream und dabei werde ich malen, das heißt, ich werde das Kamerasetup ein bisschen umbauen und werde dabei ganz meditatives Basteln und Malen von Miniaturen machen. Das wird noch für mich eine ganz interessante Sache, ob ich mich auf beide Sachen konzentrieren kann, auf das Malen und auf eure Fragen. Ich hoffe, ich kann beides zu gleichen teilen. Bei der letzten Geschichte habe ich kaum gezeichnet und mehr eure Fragen beantwortet. Ich versuche diesmal beides zu machen. Ich bin kein Multitasking-Mensch, also seid gnädig mit mir. Das wird eine ganz faszinierende Geschichte. Ich hoffe, ich kann viele von euch aus der Community beim Livestream begrüßen. Das hat letztes Mal schon sehr gut gefallen. Und vor allem, wenn ihr eine Idee für ein Thema habt, was wir im Livestream bequatschen können, schreibt das doch unten auch in die Kommentarsektion. In diesem Sinne, passt auf euch auf, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Würfelzeit, out!